Sie wollen jetzt wahrscheinlich irgendeine lobende Kommentare. Soll ich anfangen? Die Berliner Mittwochsgesellschaft des Handels ist eine großartige Veranstaltung. Die Häppchen sind super. Ich finde die Lokalität ausgesprochen gut. Ich bin eigentlich so gut wie immer da. Und ich vermute, nicht nur wegen des Essens. Was macht Metro anders als andere? Das wollte ich wissen. Die Politik ist ein ganz wichtiger Teil. Politik ist die Kunst des Möglichen. Um zu wissen, was möglich ist, muss man wissen, was andere Leute denken. Es gibt kurze, knackige Thesen. Man kann vorher im Netz darüber auch diskutieren. Man hat es auch schon häufiger gemerkt, dass sich tatsächlich Leute sehr dezidiert darauf vorbereitet haben. Ich schätze sehr Formate, wo wenn ein Redner sagt, du darfst über alles reden, nur nicht über 10 Minuten. Da wir ja täglich damit umgehen müssen, dass wir nicht mal mehr 1,30 zur Verfügung haben, ist für uns die Viertelstunde, die wir hier haben, ja schon fast reichhaltig bemessen. Die Art und Weise der Moderation, weil sie auch mal ein bisschen frech ist. Es gibt keine andere Art und Weise, Menschen so schnell, so nah kennenzulernen. Wir haben Fragestunden im Bundestag und so ein Kram, ja, aber das ist nicht dasselbe. Im Grunde genommen knüpft man hier vielleicht an eine alte Tradition des Berliner Salons an. Das sind das schon so Momente, wo man sagt, hoppala, recht, also die setzen jetzt ja hier die Debatte vom Vormittag aus dem Bundestag, setzen die jetzt hier fort. Für mich ist es ein Bürgerdialog. Deswegen brauchst du auch eine Veranstaltung wie heute Abend, damit wir wirklich miteinander reden. Es ist intellektuell sehr erfrischend. Geht ein bisschen weg von dem, was sonst geboten wird für Abgeordnete. Ganz einfach wäre, ganz ja jeder. Hier geht es dabei eben nicht, Unternehmensinteressen alleine zu verfolgen. Heute haben wir fast 40 unterschiedliche Verbände zu Gast. Das ist der Unterschied. Es passiert was. Das ist eigentlich eine Muss-Veranstaltung. Manchmal geht man ganz zufrieden einfach aus dem Haus mit diesem ollen, banalen, dummen Gefühl. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Und wer hat's erfunden?